Und hallo vom Walde, da kommen wir her. Ich und der Zero wieder vereint mitten im Spiel, im Wald. Es tut mir leid für die letzte Folge, aber ihr werdet euch das wahrscheinlich noch diese Folge anhören müssen. Also. Mindestens. Ich habe übrigens dich nochmal lauter gestellt, nur für den Fall der Fälle. Ja, dann versteht man den alten Mann besser, der Aaron oder Aaron, je Richtig. nachdem, wie man es aussprechen wird. Ja, weil ich tippe mal drauf, das Spiel ist halt wirklich in Anführungszeichen musiktechnisch uninteressant. Das ist nicht ganz so wild, wenn man das nicht hört. Oder nicht viel davon hört. Aber na, man sollte unser Geplapper hören. Ich bin ja sowieso mega laut. Heißt ja nicht umsonst der Kommentator, ne? Ja, du könntest aber auch der Schreihals heißen. Wäre auch was. Der Schreihals ist wieder da. Ja, da musst du auch schon schreien. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit eurem Schreihals. Ah! Also man ist damit berühmt geworden, ne? Also insofern hätte ich das vielleicht machen Werden sollen. genug Leute mit Blödsinn berühmt. Die schreien, wundert mich da persönlich gar nicht. So ragen und Ausraster etc. Ja, ich kann das nicht. Ich hätte ja jetzt schon anfangen können. Nur eine Heilflasche. Wo ist mein Vampirstein? Ja, ist aber eine andere Gruppe. Falls ihr die letzte Folge nicht mehr im Kopf habt, wegen der ganzen schönen Synchro, wir wurden von Jaina angegriffen im Schloss, oder verraten besser gesagt. Und ja, dann haben wir uns wegteleportiert, bevor wir alle abgeschlachtet werden, denn der gute Asmus hat einen fast tödlichen Hieb abbekommen. Deswegen Ja. ist er jetzt nicht im Kampf dabei. Und wir sind jetzt auf der Suche nach einem Heiler. Und während wir uns in einen Wald teleportiert haben, versuchen wir jetzt aus dem Wald zu kommen, in eine Stadt mit Hafen zu kommen, um dort ein Schiff zu legen. Also, ja. Und ein Hoch auf Statusveränderung. Ja, schön, so eine Runde Gift, warum auch nicht? Ja. Gegner explodieren Also. trotzdem noch. Tja. Netter Kerl, der Aaron. Aaron. Und ja, ich zwinge dich nicht dazu, den Text fürs Ich heile eure Vergiftung auch vorzulesen. Ich versuche allerdings auch möglichst den ganzen Kämpfen aus dem Weg zu gehen, weil sie, soweit ich mich erinnere, im Myria-Teil so ziemlich gar nichts bringen. Allerdings weiß ich nicht, wo ich hier bin. Hilfe. Zu viel Wald, zu wenig Ausgang. Oder? Oder Ausgang? Ausgang? Habe ich hier nicht angefangen? Nee. Oh, leckere Kröten. Yum. Ich bleib dabei. Ich hätte gerne einen Namen für die Viecher. Die würde ich jetzt Hornkröte oder so nennen. Nilkröte. Und natürlich wieder Vergiftung, ist klar. Oder der große Blubber. Der große Blubber. Das sieht so aus, als ob die Kröte einen recht einen Schweif hat, also hier so ein Schwänzchen. Haben die Ja. das normalerweise auch? Nein, ne? Frösche? Nein. Als Kaulquappe vielleicht, aber nicht als ausgewachsener Frosch. Oder ist das eine riesen Kaulquappe? Oder ein mutierter Frosch in dieser Welt? Naja. Würde es nicht wundern, ne? So, hast einfach durchgeklickt. Ja, ich sag ja, ich zwing dich nicht dazu, jetzt jedes Mal vorzulesen, dass er die Vergiftung heilt. Das muss auch nicht sein. Ich habe deine Vergiftung geheilt. Dankeschön. Dankeschön. Ah. Ich bleib dabei, ich liebe diese alte Mannstimme. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich die gemacht habe, obwohl das 5 Minuten her ist. Nein, passt schon. Ja, aber Walz. In dem Sinne, liebe Grüße an Nikita und an Mahagon, Was haben sie die geschrieben? gerade im Chat sind und uns viel Glück bei der Aufnahme wünschen und gerne dabei wären. Beim nächsten Mal dann, ne? Ja.
Wish you were here oder so ähnlich. Kann ich nicht einfach gehen? Jetzt habe ich sie nach oben gekickt und komme nicht an den vorbei. Ja, die verfolgt dich jetzt also. Komm in den Kampf. So spannend es auch ist. Ja. Ich will das aber nicht. Na Mann, ey. Ich hatte ja gehofft. Wobei ich ja auch sagen muss, ich habe keine Erinnerung, wie es auf normal und so war, aber ich hatte gehofft, dass die Kämpfe dadurch halt nochmal zusätzlich ein bisschen schneller vorbeigehen würden halt, ne? Kommt das mir persönlich aber nicht so vor. Und wenn doch, dann müssen die Kämpfe auf normal ja echt eine Qual sein. Und dann gibt's noch auf schwer, ne? Schwer habe ich sogar mal damals probiert und ich meine, es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Selbst das Aufleveln dauerte ewig. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad gespielt habe, dann war es einfach nur normal. Danke. Lasst mich eure Wunden heilen. Ja, das wäre schön, aber nein, es ist ja nur Vergiftung. Alles nur, um da unten gegen eine fette Kaulquappe zu kämpfen und irgendeinen Schatz zu heben. Und schon bin ich wieder am Start. Ah! Und der Aaron, der Verletzte, der kann schön mitlaufen. Der Asmus, meinst du, ja. Ach, meine ich ja. Asmus. Ist das hier der Ausgang? Bitte lass es der Ausgang sein. Bitte. Nein. Oh, ich wollte gerade sagen, Kiste, aber Kiste ist andere Etage. Naja, wenigstens kommen wir dran. Heilflasche. Und da haben wir auch komischen Gegner. Nein, 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 nein. Ganz viel Nope und nichts damit zu tun haben wollen. Naja, aber gut. Aber es ist halt so traurig daran. Ich war sehr froh, dass ich auf leicht spielen muss, in Anführungszeichen, für das Kanon-Ende. Und dann sind auf einmal trotzdem die Kämpfe so lang, wie ich sie nicht mehr in Erinnerung habe. Jetzt geht's nach. Aber so können Erinnerungen halt trügen, ne? Wo ist der Ausgang? Ein wenig, ja. Für mich ist immer noch Vampire Stone 1 und 2 sind so Kindheitsspiele. Ja, bei mir auch. Die ich in meiner Jugend gespielt habe, als ich ja alles entdeckt habe von diesen ganzen RPG-Maker-Sachen. Genau. Einen schönen Gruß an die nicht mehr existierende Screen Fun, die mich damals immer mit Spielen und Infos versorgt hat diesbezüglich. Jawohl, da habe ich das auch her. Ja, da hat das, glaube ich, jeder her, der nicht aktiv im Internet war. Was damals ja nicht der Normalfall war, wie heutzutage. Ja. Ja, das waren noch Zeiten, als die Screen von da... Das ist jetzt ein neuer Gegner. Na gut, den mussten wir ja wenigstens einmal zeigen. Ja. Mäh. Ja, ich bin eine Blume. Screen von kam einmal im Monat raus. Und die hatte dann ja die CD drin und die Infos und du hast dich dann immer gefreut, ob es eine neue Vollversion von dem Spiel gab oder neue andere Testversionen zu diesen RPG-Makern spielen. Also es war sehr gut. Ja. Ja. Und du hattest dazu halt noch das nette, interessante Heft mit anderen Infos und Themen etc. So dem anderen Mist, ja. Aber Hauptsache gratis Spiele. Ja. Aber die Zeiten sind ja auch vorbei mit solchen Magazinen oder hauptsächlich. Hauptsächlich, ja. Ein paar werden ja so gesammelt, ne? So wie Lace mit seinem Retro-Gamer und so. Genau, daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. Deswegen habe ich nicht komplett gesagt, dass es die nicht mehr gibt. Ja, aber ich kaufe mir zumindest keine, weil da müsste ich sie sammeln, sonst sieht das halt dämlich aus. Oder du wirfst sie weg, aber dafür ist es dann eigentlich zu schade wegen dem Geld. Die Infos, die kriegst du ja, also alle Infos, die in solchen Magazinen heutzutage stehen,
Findest du ja auch im Netz. Also, ich glaube nicht, dass... Wir haben es geschafft. Asmus, wie geht es dir? Ich wusste es. Schnell, das Schiff ist dort vorne. Lutsch. Wie konntest du sie nur entkommen lassen? Verdammt. Dieser verfluchte alte Mann. Nun ja, die bekommen wir schon noch. Früher oder später. Früher wäre mir aber lieber gewesen. Wir haben die Burg und damit die dritte Steintafel. Unser Feldzug hat begonnen. Wovon hat dieses Mädchen eigentlich gesprochen? Was hast du da für ein Amulett? Das hier. Das trug der Kerl bereits, dessen Körper ich gerade kontrolliere. Wo hast du ihn denn gefunden? Nun, Gadar, nachdem du mich ja vor kurzem aus dem Buch befreit hattest. Flashback! Ich wollte gerade dasselbe sagen. So, Gorgoth, nun will ich dich mal aus deinem Verlies befreien. Verflucht sei Pharao Ustra. Eras Lomtur Nidra. Hoffentlich beschwöre ich nicht in echt irgendwas jetzt. Langsam kommt der Wirbel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sehr unnormal ist, aber egal. Und wieder eine halbe Stunde warten, ja. Das könnte jetzt tatsächlich damit zusammenliegen, dass ich den Bildschirm übertrage, ist ja egal. Chronum Kergas Nugan. Nugat. Herzenwachs und Nugat. Erat Steim Schalosch. Oh ne, das war jemand anderes. Ob jemand überhaupt Uri Geller noch kennt? Also ich kenne ihn noch. Ich denke mal, Maha wird ihn auch noch kennen. Ja, Maha kennt ihn bestimmt noch. Falls jemand der Zuschauer, den ich kennt, das war so ein TV-Magier, der Löffel verbiegen konnte. Sehr gut. Und das war sein Standardspruch. Endlich. Willkommen zurück, Gorgoth. Wubbel, wubbel, wubbel. Ich würde ja vorschlagen, du suchst dir erstmal einen netten kleinen Körper und kehrst dann zurück. Die Welt wartet auf uns. Tja. Ja, dazu muss ich nicht sagen, sie hat ja selber vertont. Genau. Und so suchte ich eine Weile nach einem Körper, der mir nicht nur optisch, sondern auch kräftemäßig angemessen erschien. Und deswegen nahm ich den erstbesten Holzfäller. Wubbel, 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 wubbel. Vampire Stone 3 hat übrigens den netten Effekt, dass man Enter gedrückt halten kann für automatisierte Cutscenes, damit sie schneller gehen. Oh, das ist eine gute... Und so kam ich nach einiger Zeit zu einem Haus weit entfernt von allen Städten dieser Welt. Zwischen Bäumen und Hügeln. Der Gestank von trauriger Einsamkeit hing in der Luft. Er war nicht perfekt, schließlich nur ein Mensch, kein Vampir. Aber für den Augenblick sollte mir dieser Körper genügen. Das ist nicht irgendwie das kleinste Problem, dann soll der andere Fuzzi, also soll Jaina den beißen, dann ist es auch ein Vampir, ist doch egal, oder? Was war das für ein merkwürdiges Licht? Und wo kamen diese Hügel her? Irgendwas ist passiert. Zum Glück ist mein kleines Haus relativ unbeschädigt. Doch dieses helle, weiße Licht und das Beben kann nichts Gutes bedeuten. Ach, Selene, ich hoffe, dir und Nyria geht es gut. Plot Twist. Wo kommt dieser kalte Wind her? Auf meinem Rückweg entdeckte ich dann in einem Käfig dieses komische Vieh, das unser erstes Schloss bewacht. Oh, ich bin dran. Ich musste gerade antworten, sorry. Apropos, wir müssen den Geheimgang noch finden. Die Steintafel aus dem Schloss der Aldanes haben wir noch nicht.
Diese Stierkreatur ist loyal. Und unsere Elras-Magier sind auch noch da. Das sind aber nur schwächliche Magier-Novizen. Ich hatte keine Kraft mehr, stärkere Untertanen zu erschaffen. Mach dir keine Gedanken, Gadar. Wer soll sie denn angreifen, der Clan der Heiligen Krieger? Diese Wichte vernichten wir gerade systematisch. Sie sind auf der Flucht. Ungefährliches Gewürm. Na gut. Um diese entmachteten Vampire kümmert sich Morlon. Vampire. Ihre Existenz beweist, dass Morlon erfolgreich war. Fragt sich nur, wie er aus dem Buch entkommen konnte. Wir werden ihn holen, wenn die Zeit reif dafür ist. Solange kann er ruhig diese Vampire unter Kontrolle halten. Kümmern wir uns lieber um die anderen Burgen und die Steintafeln. Verdammter Ustra! Kaum noch vernünftige Zauber drin. Sonst hätten wir den Clan wesentlich schneller besiegen können. Währenddessen. Wird er schaffen? Die Matrosen haben getan, was sie konnten. Sie sind allerdings auch nur rudimentär in der Heilkunst ausgebildet. So ein Schiffsarzt ist eben kein Heiler mit magischen Kräften. Ich hoffe, wir kommen rechtzeitig nach Burg Horan oder Schloss Ardos. Dort sind gute Heiler stationiert. Jetzt muss ich lachen. Sie werden was helfen. Momentan können wir nur beten. Tja, wir haben einen weiteren Sprecher. Wir heißen die Hexe herzlich willkommen. Hier ist eine Frau, leg los. Sie will nicht reden, sie wollte nur zuschauen. Das gibt's nicht. Da ist eine Frau, los geht's. Jetzt in den Chat alle Hexe anspornen. Ja? Dann muss ich hier. Hallo. Aha, geht Hallo. Doch. Ich bin nicht hier, um Gott oder das Schicksal um Hilfe zu bitten. Ich gestalte selber meine Zukunft. Es tut mir leid, Neria. Mehr kannst du im Moment nicht für ihn tun. Ich werde einige Dinge mit dem Kapitän besprechen. Du kannst ja an seiner Seite bleiben. Danke, dass du mir die Frauenstimme abgenommen hast. Ja, gerne. Oh mein Gott, noch mehr. Ja. Asmus ist ein guter Führer. Er hat uns so viel beigebracht. Er wird es schaffen. Davon bin ich überzeugt. Ich werde ein wenig aufs Deck gehen und dort nach dem Rechten sehen. Das ist schön. Ich muss keine einzige Stimme mehr vorlesen. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Halte aus, Asmus. Bald wirst du wieder gesund sein. Das schwöre ich. Warum hat Jaina dir das nur angetan? Was ist mit dir geschehen? Wie konnte sie mich nur so verraten? Ich verstehe es einfach nicht. Und was ist überhaupt geschehen? Was? Da war dieses Licht überall. Doch zuvor diese Erdbeben, der Gestank von Rauch in der Luft. Berge haben sich erhoben, plötzlich sind Städte dort, wo nie welche waren. Meere dort, wo früher Land war, Wiesen, wo früher Gebirge die Erde bedeckten. Welche verfluchte Magie ist dafür verantwortlich? Welche Person hat Schuld an meiner Situation? Warum trage ich auf meiner Rüstung das gleiche Wappen wie Asmus auf seiner? Obwohl ich nie von einem Clan der Heiligen Krieger gehört habe. Ich war gerade auf einer Mission, beauftragt von seiner Majestät, dem König. Also, ich möchte jetzt nicht sagen, aber ich komme hier rein. Ich wollte eigentlich gar nicht sagen, jetzt darf ich alles alleine vorlesen. Ich wollte gerade sagen, das ist so toll, dass du kommst rein, nimmst schon die Frauenstimme ab und schon hast du 10 Minuten Text. Plus Odin ist auch dabei. Ach, ja, habe ich auch gerade gehört. Ja, schön. Ich sollte mit einem Trupp schauen, wo die Ritter geblieben sind, die Steuern vom Schloss der Aldains eintreiben sollten.
Wir waren gerade auf einem Schiff, als sich plötzlich unter uns der Boden anhob. Überall waren Kometen am Himmel und dann plötzlich dieses Licht. Das ist das Letzte, an das ich mich erinnern kann, bevor ich in Schloss Zaras aufgewacht bin. Oh, Asmos, nie hätte ich gedacht, dies jemals sagen zu müssen. Asmos, ich brauche deine Hilfe. Bitte halte aus. Wie, kein Asmos, der nur sagt... Asmos, du solltest schlafen. Ja, und sie wohl besser ihre Klappe halten. Ja, Niria, wo sind wir? Wir sind auf einem Schiff des Clans. Niria, ich will nicht durch die Elras sterben. Nicht so wie mein Vater. Da klopft's bei mir. Gib mir ein paar Sekunden. Ja, wäre nett. Lange Pause. Ja, nicht den Teil, wo ihr am Sprechen seid, ne? Nee. Hattest du das schon vorgelesen? Muss ich weitermachen? Ja. Okay. Dein Vater? Mein Vater starb im Kampf gegen die Elras, als er um die Steintafeln kämpfte. Flashback! Oh Gott! Welche Geschichte? Wann kommt hier was Neues? Lass mal sehen. Bla bla bla. Sehr gut. Echt cool. Richtig Töfte. Aha. Aha. Ah. Nimrod. Oh Gott. Ah. Ihr werdet diesen Tower niemals vollenden. Ja, das kennen wir noch. Agaleo. Naja. Nicht zögern, Agaleo. Griff! Jetzt Blut, Schwitz. Ja. Brutzel. Stirb! Stirb! Das stirbt selber! Nieder mit den Elras! Blub. Soll ich den sprechen? Mir egal, wir haben es geschafft, sie sind tot! Yay! Agaleo! Aaron! Dieser Zauber darf niemals ausgesprochen werden! Zerstöre die Steintafel. Lass mein Tod nicht umsonst gewesen sein. Halte durch. Du darfst jetzt nicht sterben. Nicht im Moment unseres Siegs. Zerstöre die Steintafel. Und kümmere dich um meinen Sohn Asmos. Bringe ihm bei, was du mir beigebracht hast. Mache ihn zu einem guten Krieger. Agaleo! Solgaleo! Leomon, nein! Wenn der Server, der hätte gesagt, was hast du gesagt? Ich höre nicht mehr so gut. Zerstöre die Steintafel. Wie bitte? Benutze die Steintafel? Alles klar, mach ich. Breche den Zauber aus? Ich werde mich um Asmos kümmern, so wie ich mich um dich gekümmert habe. Obwohl du aussiehst wie 5 und nicht wie 25. Er hatte Seite an Seite mit Sir Aaron gekämpft, um zu verhindern, dass die Elras den Zauber auf dieser Steintafel fertigstellen konnten. Sollte denn der Zauber bewirken? Ehrlich gesagt, wissen wir das nicht. Sir Aaron ist danach seinem Versprechen an meinen Vater nachgekommen und hat die Steintafeln in 9 Stücke zerschlagen. Diese verteilte er auf die stärksten Burgen und Schlösser des Clans. Dort sollten sie in den Katakomben auf ewig verschlossen sein. Niemals darf dieser Zauber fertiggestellt werden. Aber wenn ihr nicht wisst, was er bewirkt, warum habt ihr solche Angst davor? Weil wir dumm sind. Es ist ein Zauber der Elras. Er kann nur Tod und Zerstörung bringen. Warum wurde die Steintafel denn nicht völlig zerstört? Warum gerade in 9 Teile?
Laut Sir Aaron ließen sich die Steintafeln nicht einfach komplett zerstören. Trotz aller Versuche zersprangen die Steintafeln nur in 9 Teile. So, so. Es gibt keinen Grund für mich, Sir Aaron nicht zu glauben. Er hat sich nach dem Tod meines Vaters um mich gekümmert, mir viele Dinge beigebracht und dafür gesorgt, dass aus mir ein guter Anführer wurde. Dein Vater ist wenigstens ehrenhaft gestorben, in Ausübung seiner Pflicht. Klingt so, als wäre dein Vater einen sinnlosen Tod gestorben. Er ist ein einfacher Jäger gewesen. Auf der Jagd wurde er von einem Bären tödlich verletzt, weil seine Begleiter gesagt haben. Das hat mir meine Mutter einige Jahre nach der Geburt meiner Schwester erzählt. Sie war gerade schwanger geworden, als er ums Leben kam, auf der Jagd. Was für ein sinnloser Tod. Aha. Damals fing ich an, das Messerwerfen zu üben. Ich wollte eines Tages den Bären erlegen, der meinen Vater getötet hat. Ich war jung und naiv. Doch haben mir meine Fähigkeiten im Messerwerfen bisher gute Dienste geleistet. Aber nie konnte ich mit ihnen den Bären erlegen, dem ich so den Tod wünschte. Das Einzige, was mir von meinem Vater geblieben ist, ist dieses Amulett. Ein halber Mond. Eine Hälfte trug mein Vater, eine meine Mutter. Die Leiche meines Vaters wurde nie gefunden. Der Bär muss sie wohl komplett zerfleischt haben. Seine Hälfte des Amuletts ging verloren. Die Hälfte, die ich um meinen Hals trage, hat mir dann meine Mutter gegeben. Als Erinnerung an meinen Vater. Erzähl weiter. Dieses Amulett. Ich habe die andere Hälfte vor kurzem gesehen. Du hast es gesehen? Nur mal um reinzugrätschen, aber ganz ehrlich, ich habe gedacht, wir sind fertig mit langen Texten. Jetzt habe ich mit Zero nur kurz einen Dieb gejagt und auf einmal sind wir wieder in diesem riesen Plothole gelandet. Ja. Das heißt, Don 2 besteht eigentlich nur aus solchen riesigen Texten. Ja, irgendwie schon. Wärst du früher gekommen, wärst du ein Baby geworden, Hexe. Du bist dran. Ja, ich habe gerade was gefragt, aber das kam wahrscheinlich nicht an. Nein. Ein Baby. Oder beziehungsweise du hättest Elaine sprechen können, die mit einem Baby spricht. Oh Gott. Ja, der meiste Text war nur Gugu Gaga und Babi di Bidibi und so. Spannend. Eine sehr intellektuelle Unterhaltung, ich sehe schon. Ja. Yeah. Bei diesem Typen, der hinter uns aufgetaucht ist, bei dem Angriff auf Burg Yola, er trug es, da bin ich mir sicher. Aber das würde bedeuten, dass er der Bär ist. Genau. Er ist dein Vater. Nein, das glaube ich einfach nicht. Er kann nicht mein Vater sein. Oh, Tatsache. Erinnerst du dich denn nicht, wie dein Vater aussah? Es ist so lange her. Ich bin mir nicht sicher. Vertraut kam er mir schon vor. Aber er kann es nicht sein. Was für ein Schicksal wäre das denn, wenn mich meine Schwester und mein Vater verraten würden. Vielleicht hat er das Amulett auch nur gefunden. Du hattest ja gesagt, die Leiche deines Vaters und damit auch das Amulett wurden nicht gefunden. Du hast recht, er muss es gefunden haben. Aber warum kam mir dieser Kerl dann nur so bekannt vor? Wer weiß. Ich hoffe, wir kommen bald an. Meine Wunde schmerzt sehr. Das ist mal eine abrupte Ablenkung. Haltet durch. Ich fürchte, die Reise hat noch nicht einmal angefangen. Wir sind noch nicht einmal gestartet. Würdest du bitte Sir Aaron fragen, ob er mir noch ein Schmerzmittel besorgen könnte? Natürlich. Ich bin gleich zurück. Okay. Ich wollte gerade fragen, öffnet sie jemals die Kiste? Wird diese Kiste jemals geöffnet? Tja. So hättest du die Folge beenden müssen. Verdammt, nein! Wir müssen den Part nochmal aufnehmen. Nein. Ah, nee. Kommt dann nicht mehr. Nee, das reicht für heute. Aber ich freue mich, dass ihr mitgemacht habt. Ja, ich finde das cool. So Live-LPs mit mehr Interaktion mit den Zuschauern oder mit den Discord-Leuten. Ich meine persönlich, das ist ja nur Vampire's Dawn. Das ist ja jetzt nichts Neues und nichts
Atemberaubendes in dem Sinne, wo man stören würde als Live-LP in dem Sinne. Ja, eben. Aber so ist das cool. So also, ein Projekt. Also wenn ihr nochmal Bock habt, machen wir das einfach so weiter, habe ich kein Problem mit. Ja, gerne. Bin ich im Flow, jetzt geht es schon. Jetzt geht das. Muss das sein. Du meinst jetzt heute? Naja, heute wird schwierig, aber so. Ja, also ich würde jetzt. Wir sind ja schon knapp 2 Stunden dabei, also ich würde jetzt auch aufhören wollen. Ja, ja. Ich habe Hunger. Ja, unser Essen ist auch gleich fertig. Ja, wenn wir mal so ein bisschen in der Woche machen. Ich brauche ja für die Wochen immer nur theoretisch 5 Videos. Die habe ich jetzt. Ne, also wenn wir so im Verlauf der gesamten nächsten Woche einfach mal 5 Parts zustande kriegen, reicht das immer. Ja, das ist gut. Ja, wäre ich dabei. Ja, nice. Die anderen wollen ja auch irgendwie mitmachen und eine Rolle übernehmen. Dann ja, dann machen wir das so. Dann wird halt Vampire Stone 2 ab sofort ein Gruppenprojekt, auch gut. Warum nicht, ne? Ja, ist mal was anderes. Ja, wenn jeder so eine Rolle hat, kann genau. Silver demnächst auch reden. Nee, zum Beispiel. Du kannst jetzt ja Mikro anmachen, ne? Und die Aufnahme läuft noch, sonst ist sie drauf. Ja, okay. Ja, so. jetzt ist sie drauf. Das Beste kommt immer zum Schluss. Ne? Aber ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle, ihr auch. Ja. Und Entschuldigung. Das war's erstmal wieder für unsere Vampire hier bei der Comic Plays Vampires Dawn 2. Wenn es euch gefallen hat, dann guckt euch auch den nächsten Part an, der kommt dann wahrscheinlich wieder morgen. Mein Dank geht raus an meine Patreons, die mich unterstützen. Mein Dank geht an euch raus, dass ihr das Video geguckt habt. Und ja, viel Spaß für die nächsten.